Herzlich willkommen, ich bin Markus Bedott und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Frastanz aktuell. Ausblicke auf kommende Termine, aktuelle Beiträge aus der Pfarr- und Marktgemeinde und vieles mehr erwartet Sie in unserer heutigen Sendung. Vor kurzem stellte die Marktgemeinde Frastanz im Feuerwehrhaus den zweiten Teil des Masterplans für das Ortszentrum vor. Wir haben uns einmal vor Ort umgesehen und mit den Verantwortlichen gesprochen. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von der BikeSee. Ja, grüß Gott miteinander. Mein Name ist Rainer Hartmann vom Ausschuss Mobilität, Wirtschaft und Infrastruktur. Wir präsentieren da im Feuerwehrhaus die Masterplanung, Gemeindezentrum für die Bevölkerung. Für unseren Ausschuss ist es wichtig, dass der Verkehr etwas beruhigt wird, dass es eine Zone gibt, wo sich Fußgänger und Radfahrer auch gerne aufhalten im Zentrum und dass es gut abgestimmt ist mit der Gemeinde und mit der Bevölkerung. Neben mir steht jetzt der Verkehrsplaner, Diplom-Ingenieur Gechter. Er wird noch erklären, um was es da eigentlich genau geht. Ja, das Zentrum für Frastanz wird durch den Masterplan die geplanten Bauvorhaben belebt werden. Wir haben die Grundlage dazu, dass es mehr Bewohner geben soll. Wir wollen ein attraktives, wahrnehmbares Zentrum schaffen, bei dem der Verkehr weiterhin durchfahren kann, aber nach dem System der Koexistenz. Wir wollen einen Shared Space Bereich schaffen, ein Miteinander der aller Mobilitätsarten des Fußgängers, des Radfahrers, des Benutzers des öffentlichen Personennahverkehrs und natürlich des motorisierten Individualverkehrs. Ich denke, dieser Schritt ist ein wichtiger Schritt für die Marktgemeinde Frastanz. Sondern es soll Hand in Hand geben, dass wir ein Zentrum haben, das belebt ist, das gerne aufgesucht wird, wo man sich trifft, wo man Geschäfte macht, wo man einkauft, wo man sich wohlfühlt. Und ich denke, wir haben genügend Voraussetzungen dazu, dass das umgesetzt wird. Über 700 Personen haben in Frastanz schon an der landesweiten Aktion Vorarlberg bewegt teilgenommen. Dieses Fazit zogen die Veranstalter zum Abschluss der dritten Runde dieser Initiative. Gemeinderätin Michaela Gort vom Ausschuss für Jugend, Sport und Freizeit freute sich über den großen Zuspruch. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Die Lebenshilfe Vorarlberg feiert heuer ihr 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass wird am Freitag, dem 23. Juni, ab 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Werkstätte Frastanz in der Kleinfeldgasse eingeladen. Neben Führungen durch die Werkstätte tritt auch die Jungmusik Frastanz auf. Zu den besonders schützenswerten Biotopen der Marktgemeinde Frastanz zählt der Stutzberg mit Magerwiesen, Flachmooren und Quellbächlein. Auf über 28 Hektar verblüfft das Naturjuwel mit seiner einzigartigen Vielfalt. Zur Vorstellung einer Naturmonographie über das wertvolle Biotop wird am Freitag, dem 23. Juni um 19 Uhr in den Adalbert-Welte-Saal eingeladen. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Musik.